Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass sich die Realität verschiebt, dass das Gefüge Ihrer Welt plötzlich auf den Kopf gestellt wird und Sie in einer seltsamen neuen Existenz treiben lässt? Wenn ja, dann haben Sie wahrscheinlich die desorientierende Kraft der Sonnenfinsternis erlebt. Diese periodischen Ausrichtungen zwischen Sonne, Mond und Erde schaffen schwindelerregende Öffnungen, die uns zwischen Licht- und Schattenwelten, zwischen dem Bekannten und dem großen Mysterium hin und her treiben lassen. Am 8. April 2024 werden wir Zeuge eines der elektrisierendsten Ereignisse im Kosmos, einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond direkt vor der Sonne vorbeizieht. Wir werden einige flüchtige Momente erleben, in denen die Realität außer Kraft gesetzt ist, während sich der Tag in die Twilight Zone verwandelt, die Sterne sichtbar sind und Stille herrscht. Doch dieser viszerale Tanz zwischen den Gestirnen ist viel mehr als nur ein aufregendes Spektakel. Er ist ein entscheidender Wendepunkt, der uns für die Transformation auf individueller und kollektiver Ebene öffnet. Längst vergessene Energien werden geweckt, Prophezeiungen werden zum Leben erweckt und die Samen unseres entscheidenden Wachstums werden dem kosmischen Äquivalent einer spirituellen Befruchtung ausgesetzt. Die Möglichkeiten für tiefgreifende Wiedergeburten und Realitätsrevisionen während dieser Perioden sind grenzenlos, aber auch das Potenzial für Selbstzerstörung, wenn wir nicht vorsichtig sind. Finsternisse haben die Angewohnheit, alles, wovor wir weglaufen, zu verstärken und zu offenbaren. Unsere tiefsten Ängste, Schattenwesen und einschränkenden Überzeugungen werden mit explosiver Kraft aktiv. Und zu viele verletzen sich selbst durch reflexartige, destruktive Verhaltensreaktionen, die auf unzureichende Vorbereitung zurückzuführen sind. Aber eure Entwicklung muss während dieser kraftvollen, totalen Sonnenfinsternis nicht entgleisen, meine Lieben. Mit ein wenig Achtsamkeit und einer heiligen Strategie könnt ihr euch anmutig auf diese rasanten Gezeiten setzen und die beste Version eures Schicksals erreichen. Dies führt mich zu 5 wichtigen Fallstricken, die ihr während der Sonnenfinsternis am 8. April 2024 vermeiden solltet. Stellen Sie sich vor, dass sich der Mond während einer totalen Sonnenfinsternis genau zwischen Erde und Sonne aufstellt und einen Schatten auf die Erde wirft. Es ist ein himmlisches Ballett, ein Tanz von kosmischen Ausmaßen, der die Menschen seit Jahrhunderten in seinen Bann gezogen hat. Doch diese kommende Sonnenfinsternis ist kein gewöhnliches astronomisches Ereignis. Nein, hier gibt es etwas Besonderes, das denjenigen, die es wagen, nach oben zu schauen, seine Geheimnisse offenbaren will. Totale Sonnenfinsternisse sind bereits selten und inspirierend. Aber die für den 8. April 2024 geplante Sonnenfinsternis verspricht etwas ganz Besonderes zu werden. Wenn der Mondschatten über die Erde huscht, wird nicht nur ein spektakuläres Himmelsspektakel zu sehen sein, sondern auch etwas Seltsames, das über unser Verständnis des Universums hinausgeht. Doch was könnte dieses mysteriöse Ereignis beinhalten? Könnte es ein Vorbote des Wandels sein, ein kosmisches Signal, das uns auffordert, auf die Welt um uns herum zu achten? Könnte es eine Erinnerung an unseren Platz im großen Gefüge der Existenz sein, eine Aufforderung, die Wunder des Kosmos mit Demut und Bewunderung anzunehmen? Je näher die Sonnenfinsternis rückt, desto größer werden die Spannungen. Und desto größer wird die Neugierde der Menschen in aller Welt. Wissenschaftler und Astronomen fiebern diesem kosmischen Spektakel entgegen, bewaffnet mit Teleskopen, Kameras und Entdeckerdrang. Aber sie sind nicht die einzigen, die von diesem ungewöhnlichen Ereignis profitieren werden. Inmitten der Bewunderung und des Staunens herrscht eine gewisse Vorfreude, ein Gefühl, dass sich etwas Seltsames ankündigt. Könnte es ein kosmischer Zufall sein, eine seltsame Überraschung des Schicksals, die die Sterne auf so seltsame Weise zusammenbringt? Oder ist etwas Tieferes im Spiel, das über unser Verständnis der natürlichen Welt hinausgeht? Wenn der Mondschatten über die Erde zieht und vorübergehend Dunkelheit über das Land legt, überschlagen sich die Geister mit Möglichkeiten. Einige spekulieren über die möglichen Auswirkungen der Sonnenfinsternis auf unseren Planeten, während andere über die tiefere Bedeutung dieses kosmischen Ereignisses nachdenken. Aber eines ist sicher: Der 8. April 2024 wird ein denkwürdiger Tag sein, ein Moment eingefrorener Zeit, in dem die Welt den Atem anhält und darauf wartet, dass sich das Unbekannte offenbart.
Die totale Sonnenfinsternis von 2017 war ein bedeutendes Ereignis, das die Fantasie der Menschen in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus fesselte. Als der Schatten des Mondes seiner Bahn von Küste zu Küste folgte, versammelten sich Millionen von Zuschauern, um dieses seltene kosmische Ereignis zu beobachten. Es war ein Tag der Bewunderung und des Staunens, eine Erinnerung an die Schönheit und Kraft des Universums. Jetzt, am 8. April 2024, steht eine weitere totale Sonnenfinsternis bevor. Aber dieses Mal liegt etwas Besonderes in der Luft. Ein Gefühl, dass diese Finsternis mehr ist als nur ein Himmelsschauspiel. Es ist, als ob die Ereignisse von 2017 nur ein Vorspiel zu etwas Größerem waren. Eine kosmische Ouvertüre, die zu einem noch außergewöhnlicheren Spektakel führt. Was verbindet diese beiden Finsternisse, die 7 Jahre auseinanderliegen? Es ist nicht nur ihre gemeinsame Fähigkeit zu begeistern und zu inspirieren. Es ist ein Gefühl der Kontinuität, ein roter Faden, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem Gewebe kosmischer Wunder verbindet. Betrachten Sie die Sonnenfinsternis von 2017 als Eröffnungsakt, als Vorschau auf das kosmische Drama, das sich im Jahr 2024 entfalten wird. Das X-Zeichen, das durch die Sonnenfinsternisse von 2017 und 2024 auf amerikanischem Boden gebildet wird, ist nicht nur ein himmlischer Zufall. Es ist ein kraftvolles Symbol, das mit Bedeutung und Wichtigkeit aufgeladen ist. Stellen Sie sich die Fußabdrücke dieser beiden totalen Sonnenfinsternisse auf einer Karte der Vereinigten Staaten vor. Wenn der Mondschatten über das Land hinwegzieht, bildet er ein riesiges X, das sich an einem wichtigen Punkt im amerikanischen Kernland schneidet. Aber was bedeutet dieses X? Für manche mag es lediglich eine geometrische Kuriosität sein, eine kosmische Ausrichtung ohne tiefere Bedeutung. Doch für diejenigen, die es wagen, über den Tellerrand hinauszublicken, hat das X-Zeichen eine tiefe Symbolik und potenzielle Bedeutung. In erster Linie dient das X-Zeichen als Erinnerung an die Vernetzung des Universums. Es ist eine visuelle Darstellung des komplexen Tanzes der Himmelskörper, eine Erinnerung daran, dass wir alle Teil von etwas sind, das viel größer ist als wir selbst. So wie der Schatten des Mondes seinem Weg über die Erde folgt, so hinterlassen auch wir unsere Spuren in der Welt und prägen und beeinflussen den Lauf der Dinge mit jedem Augenblick. Das Zeichen X hat aber auch tiefere kulturelle und spirituelle Bedeutungen. In vielen Traditionen symbolisiert das X den Schnittpunkt von Punkten, die Verschmelzung von Energien oder Kräften. Es ist ein Symbol für Verwandlung und Erneuerung, eine Erinnerung daran, dass das Ende oft den Weg für neue Anfänge öffnet. Im Zusammenhang mit den Finsternissen von 2017 und 2024 kann das X-Zeichen als Zeichen eines tiefgreifenden Wandels gesehen werden, als kosmisches Signal, das uns auffordert, über die Vergangenheit nachzudenken und die Möglichkeiten der Zukunft zu ergreifen. Außerdem hat der Standort dieses X-Zeichens seine eigene Bedeutung. Im Herzen Amerikas gelegen, dient es als zentraler Punkt für das kollektive Bewusstsein der Nation. Es erinnert an die Einheit und Vielfalt, die die amerikanische Erfahrung ausmachen, und ist ein Symbol für Stärke und Widerstandsfähigkeit angesichts von Hindernissen. Aber das vielleicht Wichtigste, was das X-Zeichen bietet, ist eine Botschaft der Hoffnung und Inspiration. Es erinnert daran, dass selbst in den dunkelsten Zeiten immer ein Licht am Horizont zu sehen ist. So wie der Schatten des Mondes dem Glanz der Sonne weicht, so machen auch unsere Probleme neuen Möglichkeiten und Perspektiven Platz. Dolores Cannon, renommierte Autorin und Spezialistin für Rückführungen in die Vergangenheit, ist tief in die Geheimnisse des Universums eingedrungen und hat sich mit Themen wie Reinkarnation und außerirdischen Wesen beschäftigt. Auch wenn sie in ihren Lehren nicht speziell auf die Finsternisse 2017 und 2024 eingegangen ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, ihre Arbeit mit diesem kosmischen Ereignis in Verbindung zu bringen. Einer der wichtigsten Punkte in Dolores Cannons Lehren ist die Idee des kosmischen Bewusstseins und der Verbundenheit aller Dinge miteinander. Sie glaubte, dass wir alle Teil eines riesigen, miteinander verbundenen Energienetzes sind und dass Ereignisse in der physischen Welt oft eine Widerspiegelung tieferer, spiritueller Wahrheiten sind.
In diesem Zusammenhang kann das X-Zeichen, das durch die Finsternisse von 2017 und 2024 gebildet wird, als eine Manifestation dieser Verbundenheit gesehen werden, eine Erinnerung daran, dass wir alle Teil von etwas sind, das größer ist als wir selbst. Außerdem sprach Doris Cannon oft darüber, wie wichtig es ist, auf Zeichen und Synchronizität in unserem Leben zu achten. Sie glaubte, dass das Universum auf vielfältige Weise mit uns kommuniziert und uns auf unserem spirituellen Weg leitet. Die Bildung des X-Zeichens durch Finsternisse kann als eine solche Synchronizität angesehen werden, eine kosmische Botschaft, die uns dazu auffordert, auf die tiefere Bedeutung hinter diesen himmlischen Ereignissen zu achten. Darüber hinaus berührte Dolores Cannons Arbeit oft die Idee der spirituellen Evolution und die Vorstellung, dass die Menschheit an der Schwelle zu einer globalen Transformation steht. Sie glaubte, dass wir in eine neue Ära des Bewusstseins eintreten, die durch ein gesteigertes Bewusstsein und Verständnis für unseren Platz im Universum gekennzeichnet ist. Die Finsternisse von 2017 und 2024 können als bedeutende Meilensteine auf diesem Weg der spirituellen Evolution angesehen werden, die eine Zeit des tiefgreifenden Wandels und des Erwachens für die Menschheit einläuten. Im kollektiven Bewusstsein besteht oft die Tendenz, ungewöhnliche oder noch nie dagewesene Ereignisse als Vorzeichen für bevorstehendes Unglück zu deuten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass manche Menschen die Bildung des X-Zeichens durch die Finsternisse von 2017 und 2024 mit einem Gefühl der Vorfreude auf Unglück betrachten mögen. Schließlich liegt es in der menschlichen Natur, das Unbekannte zu fürchten und Veränderungen als Bedrohung für den Status quo zu sehen. Doch was wäre, wenn wir dieses kosmische Phänomen nicht als Vorbote von etwas Negativem, sondern als Vorbote eines Neuanfangs betrachten würden? Was wäre, wenn, wie Doris Cannon in ihren Lehren vorschlägt, dieses Zeichen am Himmel ein Zeichen des großen Erwachens ist, ein Bewusstseinswandel, der eine hellere Zukunft für die Menschheit ankündigt? Betrachten wir einen Moment lang die Symbolik des X-Zeichens selbst. In vielen Kulturen wird das X mit Überschneidungen, Verschmelzung und Transformation assoziiert. Es ist ein Symbol für Erneuerung und Wiedergeburt, eine Erinnerung daran, dass ein Ende oft den Weg zu einem neuen Anfang öffnet. In diesem Zusammenhang kann die Bildung des X-Zeichens durch Finsternisse als kosmische Einladung verstanden werden, sich auf Veränderung und Transformation einzulassen, Altes loszulassen und Neues mit offenen Armen zu empfangen. Darüber hinaus bieten Doris Cannons Lehren über die spirituelle Evolution eine weitere Perspektive auf die Bedeutung dieses kosmischen Ereignisses. Sie glaubte, dass die Menschheit an der Schwelle zu einem großen Bewusstseinswandel steht, einem kollektiven Erwachen, das eine neue Ära des Friedens, der Harmonie und des Verständnisses einleiten wird. Die Entstehung des X-Zeichens kann als Wegweiser auf diesem Pfad der spirituellen Entwicklung gesehen werden. Als Erinnerung daran, dass selbst in der größten Ungewissheit und Schwierigkeit immer das Versprechen von Wachstum und Erleuchtung liegt. Dolores Cannon hat uns gelehrt, die immense Kraft und Macht zu erkennen, die jedem von uns innewohnt. In ihren Lehren betonte sie, dass wir die Schöpfer unserer eigenen Realität sind und in der Lage, unser Schicksal durch die Kraft unserer Gedanken, Überzeugungen und Absichten zu gestalten. Im Grunde genommen sind wir Mitschöpfer des Universums, untrennbar verbunden mit dem riesigen Gewebe der Existenz, in dem wir uns befinden. Wir leben in einer wahrhaft bemerkenswerten Zeit, in der wir Zeugen eines globalen Erwachens aus den Illusionen sind, die die Menschheit seit Jahrhunderten umhüllt haben. Der Vorhang der Unwissenheit hebt sich und enthüllt die angeborene Göttlichkeit, die in jedem von uns wohnt. Es ist eine Zeit der tiefgreifenden Transformation, in der wir zur Wahrheit über uns selbst und das grenzenlose Potenzial, das in uns schlummert, erwachen. Im Laufe der Geschichte wurden Sonnen- und Mondfinsternisse von den Machthabern genutzt, um Angst zu verbreiten und die Kontrolle über die Massen aufrechtzuerhalten, so wie die Herrscher im Mittelalter himmlische Ereignisse nutzten, um die Menschen in der Dunkelheit der Unwissenheit zu halten. Wir dürfen jedoch nicht zulassen, dass wir der Angst und der Manipulation erliegen. Stattdessen müssen wir die Sonnenfinsternis als das erkennen, was sie wirklich ist. Ein Symbol für Transformation und Erneuerung. Eine Gelegenheit,
die Beschränkungen der Vergangenheit zu überwinden und eine neue Ära des Bewusstseins einzuleiten. Sie erinnert uns daran, dass wir nicht an die Ketten des Schicksals oder die Launen äußerer Kräfte gebunden sind, sondern dass wir die Macht haben, unser eigenes Schicksal zu gestalten und eine Realität zu schaffen, die in Liebe, Mitgefühl und Einheit verwurzelt ist. Euer Leben hat einen Sinn und ihr wurdet geboren, um euer Potenzial auszuschöpfen und zur Verbesserung der Welt beizutragen. Geht also mit Zuversicht voran, geleitet vom Licht eurer Herzen. Möge euer Weg mit Liebe, Verständnis und Weisheit erfüllt sein. Und möge jeder Schritt euch der Erkenntnis eures wahren Selbst und eures Platzes in diesem unendlichen Tanz des Lebens näher bringen. Möge euer Erwachen für jeden, dem ihr auf eurem Weg begegnet, eine Quelle der Inspiration und der großen Veränderung sein. Dein Bewusstsein ist der Schlüssel zu einer neuen Realität, in der Liebe, Licht und Harmonie über alles herrschen. Begib dich also mit offenem Herzen und im Vertrauen auf deine Fähigkeiten auf deinen Weg. Eure Anwesenheit ist wichtig und euer Leben ist ein Wunder, das sich mit jedem neuen Tag weiter entfaltet. Bis zu unserem nächsten kosmischen Treffen sollt ihr weiterhin hell im Tanz des Seins leuchten. Sichere Reisen, Weltraumabenteurer.